Jesus und Jane Goodell im fiktiven Gespräch über Primatenforschung und die Ethik des Tierschutzes. Szene: Ort, ein tropischer Wald mit üppiger Vegetation, umgeben von hohen Bäumen und Pflanzen, während Affen und andere Tiere in der Nähe zu hören und zu sehen sind. Die Sonne strahlt durch das Blätterdach und die Atmosphäre ist friedlich und lebendig. Jesus: Jane, dieser Ort ist wirklich ein Paradies. Die Vielfalt und das Verhalten der Primaten sind faszinierend. Was hat dich dazu gebracht, dein Leben der Erforschung und dem Schutz dieser erstaunlichen Kreaturen zu widmen? Jane: Jesus, schon als Kind war ich von Tieren fasziniert. Mein Interesse an Schimpansen begann, als ich in Afrika ihre sozialen Strukturen und ihr Verhalten beobachtete. Ihre Ähnlichkeiten zu uns Menschen weckten in mir ein tiefes Mitgefühl und das Bedürfnis, sie zu verstehen und zu schützen. Jesus: Die Art und Weise, wie du die Schimpansen beobachtet und mit ihnen interagiert hast, hat die Welt der Primatenforschung revolutioniert. Wie denkst du, hat dein Ansatz das Verständnis der Menschen für diese Tiere verändert? Jane Goodell: Ich glaube, es hat den Menschen geholfen zu erkennen, dass Schimpansen und andere Primaten individuelle Persönlichkeiten haben, Emotionen zeigen und komplexe soziale Beziehungen pflegen. Es hat uns gezeigt, dass wir nicht die einzigen Wesen mit einer reichen emotionalen und sozialen Struktur sind. Jesus: Ja, deine Arbeit hat uns die Augen für die Tiefe des Lebens und die Verbundenheit aller Lebewesen geöffnet. Wie siehst du die Verantwortung der Menschen gegenüber Tieren und der Natur im Allgemeinen? Jane Goodell: Wir tragen eine große Verantwortung. Als dominierende Spezies auf diesem Planeten haben wir die Macht, sowohl zu zerstören als auch zu bewahren. Ich glaube, wir müssen uns verpflichten, die Lebensräume der Tiere zu schützen und eine nachhaltigere Beziehung zur Natur aufzubauen. Jesus: Ja, Verantwortung und Mitgefühl sind zentrale Prinzipien. Wie gehst du mit den ethischen Herausforderungen um, die mit der Forschung und dem Schutz der Tiere verbunden sind? Jane Goodell: Es ist eine ständige Balance. Forschung muss respektvoll und nicht invasiv sein. Der Schutz der Tiere sollte immer Priorität haben. In meinen Projekten legen wir großen Wert darauf, die natürlichen Lebensräume zu bewahren und die lokalen Gemeinschaften einzubeziehen, um nachhaltige Schutzmaßnahmen zu schaffen. Jesus: Dein Ansatz, die Gemeinschaften einzubeziehen, ist sehr weise. Es ist wichtig, dass die Menschen den Wert der Natur erkennen und sich aktiv an ihrem Schutz beteiligen. Was denkst du, ist der größte Beitrag deiner Arbeit zum Tierschutz? Jane Goodell: Ich hoffe, dass meine Arbeit das Bewusstsein für die Komplexität und das emotionale Leben der Primaten geschärft hat und dazu beigetragen hat, Schutzmaßnahmen für bedrohte Arten und ihre Lebensräume zu fördern. Die Gründung des Jane Goodell Instituts und die Roots and Shoots Programme haben vielen jungen Menschen geholfen, sich für den Naturschutz zu engagieren. Jesus: Du hast viele Leben beeinflusst und den Weg für eine tiefere Wertschätzung der Natur geebnet. Wie siehst du die Rolle der Wissenschaft im Tierschutz und in der Zukunft an? Jane Goodell: Die Wissenschaft wird weiterhin eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere in der Überwachung von Populationen, dem Verständnis von Ökosystemen und der Entwicklung neuer Schutzstrategien. Aber sie muss Hand in Hand mit Bildung und Gemeinschaftsarbeit gehen, um wirklich effektiv zu sein. Jesus: Die Verbindung von Wissenschaft und Mitgefühl ist der Schlüssel zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Welche Botschaft würdest du der nächsten Generation von Naturschützern mitgeben? Jane Goodell: Ich würde Ihnen sagen, dass jeder Einzelne eine Rolle spielen kann. Es ist wichtig, nie die Hoffnung zu verlieren und immer daran zu glauben, dass Ihre Handlungen einen Unterschied machen können. Zusammen können wir eine bessere Welt für alle Lebewesen schaffen. Jesus: Deine Worte sind sehr ermutigend. Die Welt braucht solche Botschaften der Hoffnung und des Engagements. Mögen deine Lehren weiterhin Herzen und Köpfe inspirieren. Jane Goodell: Danke, Jesus. Deine Unterstützung und Weisheit sind von unschätzbarem Wert. Gemeinsam können wir die Welt ein wenig besser machen. Ende der Szene. Jesus und Jane Goodell sitzen still unter dem Baum, während die Schimpansen in der Nähe spielen. Die Geräusche des Waldes und das Gefühl der Einheit mit der Natur unterstreichen die tiefe Verbindung zwischen allen Lebewesen.